Ich bin eigentlich ja Filmemacherin und wenn man sich da irgendwie mit historischen Themen oder mit Zeitgeschichte beschäftigt, hat man ja so diverse Probleme. Das eine ist, dass man es erstmal verkaufen muss an Redaktionen und dann die Frage, aus welcher Perspektive erzähle ich das? Da ist dann ganz gerne entweder, wenn es für die Öffentlich-Rechtlichen ist und die Redaktion stark eingebunden ist, muss alles ganz ausgewogen sein und alle Seiten sollen gefragt werden. Oder man kann auch sehr personalisierte Geschichten verkaufen, die dann aber auch eben ganz, ganz eng gebunden sind an die Perspektive von einer Person oder aus einer Sicht. Und die Hoyerswerda-Webdoku ist ja eigentlich entstanden, weil ich wollte da immer einen Film machen. Ich wollte da das über Jahre, fast Jahrzehnte begleitet und habe nie eine Finanzierung bekommen. Und als dann 2011 zum 20. Jahrestag die Stadt eine Ausstellung gemacht hat, anlässlich dieses Jahrestags der Pogrome und dort nur Polizeiberichte und lokale Presse ausgestellt hat, haben wir ja dann entschieden, wir müssen unser Material zugänglich machen. Wir haben so viel gesammelt und es ist einfach wichtig, hier verschiedene Perspektiven zu erzählen und aus verschiedenen Punkten die Sache zu betrachten. Und so ist die ja auch aufgebaut, ein bisschen wie ein Mosaik. Und das ist der große Vorteil an Webdokumentationen, wenn die so historische Themen betrachten, dass sich die Nutzerinnen viel eigenständiger sind und selbst, dass ich diese Linearität der Erzählung verlassen kann und was anbieten kann, wo Menschen selbst entscheiden können, was sie wann gucken, in welcher Reihenfolge sie das gucken und welche Aspekte sie da aussuchen. Also das war gerade für die Hoyerswerda-Geschichte uns sehr wichtig, dass wir gesagt haben, es gibt eben nicht nur eine Erzählung der Geschichte, sondern es gibt verschiedene und es gibt verschiedene Betroffenheiten da drin. Und wenn man die deutlich macht und aus den Perspektiven erzählt, setzen sich Bilder zusammen oder man kann eben andere und mehr Aspekte beleuchten und auch Prozesse deutlicher machen. Bei gegenuns.de geht es ja um die letzten 30 Jahre, also da geht es um rechte, rassistische und antisemitische Gewalt in den letzten 30 Jahren. Und da war uns wichtig, dass wir auch aus der Sicht der Betroffenen erzählen, aber nicht nur aus der Sicht derer, die direkt die Gewalt erfahren, sondern eben auch aus dem Umfeld, aus der Familie, aus Freunden, aus solidarischen Menschen, weil das immer eine Gesellschaft prägt und dieser Begriff, das ist auch ein Angriff auf uns alle, verdeutlicht werden sollte. Warum? Was meinen wir damit? Was bedeutet das? Und das war zum Beispiel jetzt in Dresden bei dem Mord an George Gommern, da kommen Menschen zu Wort, die kannten ihn gar nicht. Die sind aber in Dresden politisch unterwegs. Teilweise später erst gekommen, aber die sind in der Stadt politisch sozusagen groß geworden, wo dieser Gedenktag immer eine Rolle gespielt hat, wo es Auseinandersetzungen gab, auch um das Gedenken. Wie gestalten wir das Gedenken an diese Taten? Wer wird daran beteiligt? Wie treten wir auf? Das hat sich auch im Laufe der Jahre ja verändert und das ist einfach eine lebendige, wichtige Auseinandersetzung, die auch so einen gesellschaftlichen Umgang mit Geschichte und mit diesen rassistischen Taten und der rechten Gewalt deutlich macht. Und dafür sind Webdokus meiner Meinung nach einfach klasse. Also da habe ich mehr Möglichkeiten. Ich kann mit vielen verschiedenen Medien arbeiten. Bruderland.de habe ich auch noch gemacht. Das war eine Zusammenarbeit auch mit einer Historikerin. Da war es auch explizit der Versuch, wissenschaftlich auch zu arbeiten, aber der Output sollte eben nicht ein rein wissenschaftlicher sein, sondern ein breiteres Publikum erreichen. Das sind natürlich alles wichtige Punkte, glaube ich, weil ich denke, mir fällt immer auf, dass ich, wenn ich beim Recherchieren Doktorarbeiten lese oder, keine Ahnung, wissenschaftliche Arbeiten irgendwo finde, die sind super Arbeiten, ganz tolle Geschichten, aber das lesen zu wenig Leute. Und wenn das nicht in die gesellschaftliche Debatte kommt, dann nutzt es wenig. Und das ist sozusagen mein Versuch oder unser Umgang damit, diese Stimmen, die ja durchaus in historischen Befragungen oder Hausarbeiten oder so abgefragt werden, die müssen aber raus aus diesen Bibliotheken und müssen irgendwie einfach erzählt werden. Und die Leute
wir müssen eben eine größere Zuhörerschaft oder Leserinnenschaft bekommen. Ich denke, was es in der aktuellen Berichterstattung und in der zeithistorischen Berichterstattung vielleicht auch und immer in diesem Rückblick auf die letzten Jahre, da wird sich halt extrem viel mit der rechten Perspektive beschäftigt. Und das ist immer die Auseinandersetzung mit den Tätern, also quasi zentral. Man weiß, beim NSU ist es am deutlichsten, alle kennen die Namen der Täter, kaum jemand kennt die Namen der Opfer, aber das zieht sich eigentlich durch, dass es viel eine Beschäftigung ist, warum machen die das, Erklärungen gesucht werden, das sind doch eigentlich unsere Jungs und die kommen aus unserer Mitte und wenig die Perspektive der Betroffenen erzählt wird. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht einfach auch in der aktuellen Berichterstattung so und dann auch immer zu diesen Jahrestagen wird dann ja immer gerne zurückgeblickt. Dann dürfen die Betroffenen vielleicht nochmal sagen, wie schlimm das war in Rostock 92, aber sie bleiben trotzdem eigentlich gesichtslos da drin.